Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Wer mich schon länger beobachtet, vielleicht schon seit Anfang an, der erinnert sich an eins der ersten Videos, die bekannt geworden sind. Da habe ich nämlich verglichen, was eigentlich teurer ist. Ein Model 3 oder ein Skoda Octavia. Das ging damals um die Kaufentscheidung für ein neues Auto, Elektroauto oder Verbrenner, Skoda oder Tesla. Und der Hintergrund ist, dass ich immer schon eigentlich ein Skoda-Fan war. Aber ich wollte auf Elektromobilität umsteigen und da gab es kein Angebot von Skoda. Inzwischen gibt es eins und ich habe sehr, sehr lange darauf gewartet und gebohrt und genervt, dass ich den Skoda Enyaq heute fahren darf und mit dem Oskar ein bisschen testen. Und dafür mal wieder ganz herzlichen Dank ans Autohaus Graf Hardenberg, dieses Mal in Radolfzell, die mir diesen Skoda Enyaq heute zur Verfügung gestellt haben. Wie man gleich sehen kann oder hören, haben wir ein bisschen Pech wieder mit dieser Probefahrt, was das Wetter betrifft. Wir sind schon durch die wunderschönsten, wüstesten Hagelstürme und Regen gefahren. Deswegen moderiere ich jetzt auch mal hier von drinnen, da ist es wenigstens trocken. Die Scheinwerfer funktionieren. Wir haben heute die Gelegenheit, von Radolfzell nach Ulm zu fahren und wieder zurück. Also eine richtig schöne Strecke. Kein Problem für den Skoda Enyaq, denn der hat eine ordentliche Reichweite, hat eine Batterie mit 77 Kilowatt, einen Heckantrieb, also nur einen Motor. Insofern, ich glaube, nach WLTP eine Reichweite von 520 Kilometern. Gut, die Strecke, die wir heute fahren, sind vielleicht 250, also das schaffen wir gut ohne Laden zwischendurch. Dem Interieur ist er sehr spartanisch, muss man sagen, nach allem, was wir so in der letzten Zeit getestet haben. Für mich jetzt angenehm mit dem großen Display in der Mitte und einem kleineren Display noch im Lenkradbereich, auf dem man alle wichtigen Daten zu Geschwindigkeit, Tempomat, Abstandhalter, Spurhalteassistent sehen kann. Die wichtigen Informationen hier und hier ein Display mit allen möglichen Funktionen. Nicht unwichtig auch hier unten noch eine Leiste mit Knöpfen, richtig schönen Drückknöpfen. Die Bedienung, wie wir jetzt festgestellt haben in den ersten 1,5-2 Stunden, ist nicht immer so richtig intuitiv. Das ist so ein Usability-Problem, aber da gehen wir bestimmt gleich auch noch näher drauf ein. Was wir auch schon getestet haben auf jeden Fall ist das Sprachassistenzsystem. Die gute hier heißt Laura. Okay, Laura, wie weit ist es noch bis zum Ziel? Die verbleibende Fahrstrecke beträgt 35 Kilometer. Also funktioniert soweit die Laura. Man kann auch sagen, ich habe kalte Füße, dann macht sie die Füße warm und solcherlei. Man muss dazu sagen, wir befinden uns hier in einem Modell Sonderausstattung First Edition, was wohl so, wie es wir hier fahren, 57.000 Euro kosten würde. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, von den Grundausstattungen, die in dieser Reichweite, wenn ich das richtig erinnere, so 43.000 ist, also mit der Batteriekapazität. Und ja, den Rest, den schauen wir uns jetzt mal im Laufe der weiteren Fahrt an und hoffen, dass es zwischendurch auch mal nicht regnet, dann können wir euch nämlich auch von außen zeigen. Und von 0 auf 100. 0. Und... Koloss. 100. Ja gut. Da war das der Porsche zuletzt. Ein anderes Erlebnis, aber ja. Also er fährt 100. Jetzt weiter fahren wir nicht. Hier darf man nicht so schnell fahren. Mal sehen, ob wir die Spitzengeschwindigkeiten da auch noch austesten können. Aber ich weiß nicht, der liegt irgendwie so um die 7 Sekunden. Ich blende es euch sicher ein, die korrekte Zahl. Wir waren meines Wissens auch im Sportmodus, genau. Also sportlicher wird es nicht. Ja, wir nutzen mal hier gerade eine Regenpause, um den Kofferraumtest zu machen. Formerly known as der E-Piano-Test, aber ich habe das E-Piano eh nie dabei. Wir schauen uns den Kofferraum an. Ja, das sieht doch mal ganz gut aus. Ich habe heute mal statt meiner Handbreite tatsächlich einen richtigen Meterstab. Das sind gut 1 Meter in der Breite. Gut 1 Meter in der Tiefe, 73 Zentimeter Einstiegshöhe. Gucken wir mal, was sich hier noch verbirgt. So, jetzt habe ich es geschafft. Okay, ja, da geht es ganz schön tief runter. Da ist Platz für Kabel, okay. Das wäre nachher zum Laden des Kabels, ganz schön lang, so ist recht. Und hier ein portabler
Lader ist da drin. Wenn wir schon beim Kofferraum sind, wollen wir mal gucken, ob es auch einen Frunk gibt. Ich weiß nicht genau, wie man den aufkriegt. Ich versuche es mal traditionell. Ja, es ist ja nur ein Motor, also nur Heckmotor. Also könnte hier natürlich ein bisschen Platz sein. Jetzt. Ah, okay, richtig. Ist gar kein Platz, weil es auch eine Wärmepumpe gibt. In diesem Modell gibt es eine Wärmepumpe, also im Winter 30% weniger Stromverbrauch. Also kein Frunk, viel Technik. Machen wir wieder zu. Oh, der ist schon beeindruckende Front hier, oder? Der geht mir eigentlich fast so hoch, wie du mir vor 10 Jahren gegangen bist. Ja, apropos Oscar, ich würde mal sagen, an der Stelle sollte mal der Oscar-Test kommen. Unser beliebter Test für die Hinterbänkler. Ich meine, das ist natürlich ein Riesenauto. Dementsprechend erwarte ich da viel Platz. Ja, so ist es, ne? Auf jeden Fall geräumig. Also der Sitz ist jetzt natürlich auch auf dich eingestellt, aber okay. Das war ja immer so. Aber ich habe mit den Beinen Platz. Hier passen auch meine Füße noch so drunter eigentlich. Ja. Das ist weniger als sonst, oder? Die Höhe. Diese typische Oberschenkel-Gap. Das ist tatsächlich weniger als sonst, ja. Und hier am Kopf habe ich auch, also es fühlt sich sehr schön luftig an. Die Beine sind total frei, da ist kein Sitz, wo ich irgendwie dagegen stoße oder so. Kopfmäßig sieht es gut aus, oder? Ja. Wir haben kein Glasdach hier, das heißt, wir haben keine Balken. Mhm. Hier kann ich noch, was kann ich hier, kann ich mir hier Champagner rausholen oder so? Immerhin, ich habe zwar hier kein Champagner drin, aber da kann ich mir einen reinstellen. Ja. Wie siehst denn du insgesamt so die Ausstattung wertigkeitsmäßig? Ja, ich meine, sie geben sich auf jeden Fall Mühe. Mhm. Also das ist schon gut. Es ist schon viel Plastik so verbaut. Also so ist nicht mit so speziellem Muster irgendwie. Also es ist schon einiges an Plastik da, aber auch viel, also auch vorne viel an so, weiß ich nicht, Kunstleder wahrscheinlich. Ich als alter Tesla-Fanboy darf natürlich sagen, dass das Leder sich hier natürlich nicht so geil anfühlt wie die Sitze im Tesla. Oho, ich sehe sogar eine normale Steckdose. Hier kann man also auch seinen Laptop chargen. Ist mal sehr sinnvoll. Das. Und dann hier mit also halbmäßig Display und sogar Sitzheizung. Hinten? Jawohl. No. So sieht's aus. Das ist die Sonderausstattung. Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich schon. Und 2 USB-C-Ports auch da. Okay. Natürlich top aktuell dabei. Und guck mal hier, das habe ich auch noch. Ah. Das ist natürlich auch cool. Auch stark abgedunkelte Scheiben. Sehr gut. Oskar hat vorhin gesagt, bei den Skodas gäbe es einen Regenschirm in der Türe. Das will ich mir jetzt mal gerade mal anschauen. Da ha, müsste der eigentlich tatsächlich. Haben. Guck mal da. Mhm. Den hätten wir vorhin gut brauchen können. Da gibt es einen Regenschirm in der Türe. Du hast irgendwie gesagt, den gibt es bei Skoda und bei wem noch? Rolls-Royce. Ah. Die haben das noch so ein bisschen mehr fancy. Da kostet dann der Regenschirm aber auch alleine irgendwie. Rolls-Royce, wenn ihr das hört, wir würden auch mal gerne euer E-Auto testen. Kein Problem, also wir kommen dann auch. Ja, mal noch ein Wort zum Laden, zur Reichweite und so weiter. Also wir haben ja hier den Ladeport und da geht es mit CCS oder eben auch mit dem anderen Stecker mit maximal 125 Kilowatt Ladeleistung. Wir haben jetzt 235 Kilometer gefahren. Haben noch 146 Kilometer restliche Reichweite. Das heißt, zusammengenommen sind das 381, knapp 390 Kilometer reelle Reichweite. Offiziell sind es, glaube ich, 520 nach WLTP. Ich würde mal sagen, eigentlich war das hier, was wir gerade gemacht haben, so ziemlich eine ideale Niedrigverbrauchsfahrt, sehr viel Landstraße, wenig Beschleunigungsmöglichkeiten, immer so 80, 90 rumgetucker. Wir haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometer und haben einen Durchschnittsverbrauch und es hat sich eigentlich so insgesamt bestätigt, so von 21 Kilowattstunden auf 100. Wir haben schon drüber gesprochen, von den Displays finde ich sehr übersichtlich mit diesen 2 Displays. Es gibt noch eine Option für ein Head-Up-Display zusätzlich. Ein Glasdach wäre, soweit ich das weiß, auch noch drin. Ansonsten ist es meist hier schon drin. Was es auch noch gibt, ist eine App natürlich. Ich habe gelesen, man soll mit der App sogar einparken können, wenn man nicht im Auto drin sitzt. Das hätte mir natürlich riesen Spaß gemacht, das zu tun, aber das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Insgesamt muss ich sagen, ist es jetzt für mich nicht ein super tolles Fahrgefühl. Ich habe es gerne ein bisschen sportlicher, ein bisschen direkter und ich, wenn ich am Lenkrad zappel und wir sind hier im Sportmodus, dann habe ich gerne direkte Reaktion. Das ist natürlich hier
ein bisschen teigiger, finde ich, insgesamt. Der Oscar hat von Anfang an gesagt, dass ihn das hier doch sehr auch ans ID.4 erinnert. Ist auch nicht direkt ein Wunder, weil Volkswagen-Konzern, ich glaube, ID.4 und dieses Auto auch auf derselben Plattform baut, auch wenn sie völlig unterschiedlich aussehen. Wir sind allerdings aus dem ID.4 ausgestiegen und haben gesagt, boah, also das wäre jetzt auch eine Alternative zu unserem Model 3 gewesen. Das Gefühl hat sich jetzt hier bei dem nicht eingestellt. Das ist ein bisschen, ja, sagen wir mal, langweiliger, solider als der ID.4 unserer Meinung nach. Ist dafür, glaube ich, auch ein Ticken günstiger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich nutze diesen Moment, in dem es mal nicht regnet. Wir haben uns die Laune nicht verderben lassen, aber es hat wirklich sehr, sehr viel geregnet für einen Autotest. Mein Fazit, das ist ein ideales Familienauto. Es ist richtig groß, da passt richtig viel rein. Da ist Headroom auch für große Leute wie Oscar. Viele Menschen, viel Gepäck. Es ist ein solides Auto, das auch noch ordentlich beschleunigt. Es kam jetzt nicht so richtig Freude oder Fahrgefühl oder Emotionen auf. Es ist einfach ein ordentliches, vernünftiges Auto. Ich hoffe, euch hat dieses Video wie alle anderen auch gefallen. Gebt mir unbedingt ein Abo und liked dieses Video und kommentiert gerne unten, was ihr weiter auf diesem Kanal sehen möchtet. Bis dahin, euer dieser Dad.